5G ist eine offensichtliche Realität, die niemand sehen will. Es wird wie etwas gefördert, das sehr gut ist. Es geht um das Internet der Dinge. Was ist das genau? Es bedeutet, dass alles mit allem kommuniziert. Eine Breitbanderfahrung überall und jederzeit, intelligente Fahrzeuge, Transportmittel und Infrastruktur. Es nutzt Millimeterwellen, die für alle Lebewesen extrem gefährlich sein können, nicht nur für Menschen. Es geht um massive Überwachung und darum, Luftwellen als Waffe zu benutzen. Studien dazu sind erstaunlich. Es gibt viele Studien, aber man interessiert sich nicht für sie. Das ist der Punkt. Es wird ohne Studien umgesetzt, weil die Einführung eine Menge Geld bedeutet. Hunderte Milliarden von Mikrochips, die mit Produkten verbunden sind, von Pillenflaschen bis zu Rasensprengern. Wir müssen die Vorstellung ablegen, dass die 5G-Zukunft allein für städtische Gebiete sein wird. Die 5G-Revolution wird alle Winkel unseres Landes betreffen. Amerikas lokale Regierungen werden eine wichtige Rolle bei der Umsetzung dieser nationalen Priorität spielen. Wenn etwas angeschlossen werden kann, wird es angeschlossen. Das Internet der Dinge ist viel besorgniserregender, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Denn es geht nicht nur um den intelligenten Kühlschrank, Toaster, Fernseher und das Smartphone. Es geht auch um den Computer, das Mikrofon und die Kamera. Sowie um das Überwachungssystem, das wir alle in unseren Heimen installieren, wenn wir die neue Computersysteme einrichten. Das 5G-Netz kann auch durch Wände und Häuser sehen. Es kann sehen, was sie auf der Straße tragen, ob sie Geld oder Waffen bei sich haben. Wenn sie eine Waffe tragen, können sie mit einer Millimeterwelle ausgeschaltet werden. Oder es wird ein Signal an eine Drohne geschickt, die aus der Luft auf sie zielt. Man kann auch die Kontrolle über computergesteuerte Fahrzeuge übernehmen. Es ist ein allumfassendes System, das nicht nur für die Kommunikation genutzt wird, sondern auch für die Überwachung und Kontrolle. Dieses System führt zu einer vollständigen digitalen Kontrolle jeder Person und einer Verschmelzung des Menschen mit künstlicher Intelligenz. Es ist praktisch die Installation eines Weltraumzauns um die ganze Erde, der aktiviert und mit dem 5G-Netz verbunden wird. Es geht darum, alles zusammenzuschließen, die Satelliten und das 5G-Netz. Das 5G-Netz wird eingeführt und die ganze Maschinengesellschaft geht online, wenn die Leute nicht aufpassen. Weiterhin ihre Kreditkarten und Smartphones verwenden. Werden in 5 bis 10 Jahren, wenn das gesamte Bargeld digitalisiert ist und all ihre Bewegungen und Gedanken kontrolliert und alles überwacht wird, die Leute aufblicken und sagen: Moment mal, wie bin ich in diesem Hightech-Gefängnis gelandet? Aber was kann man dann auch tun? Die globale Elite hat herausgefunden, dass unser Haus ein geografisches Merkmal auf der Erdoberfläche ist. Aber wenn wir es verlassen, zum Arzt, ins Geschäft oder woanders hingehen, verlieren sie uns aus den Augen. Denn unser Haus ist statisch, aber wir sind mobil. Die neue Social Engineering Theorie besagt, wir sollten auch für alle bewegten Objekte in der Gesellschaft einen geografischen Punkt setzen. Autos, Personen, Drohnen und andere Dinge bewegen sich. Sie wollen diese beweglichen Dinge als geografische Punkte verfolgen. Dazu benötigt man eine bewegliche und keine feste Netzwerkfähigkeit, eine mobile Netzwerkfähigkeit. Der neue 5G-Standard wird den Menschen in Städten auf ihren Handys und anderen Objekten, die sie bei sich tragen, eine Verbindung von mindestens 100 Megabit pro Sekunde ermöglichen. Jetzt hat man das womöglich nicht einmal mit einer Kabelverbindung zu Hause. Das ist unvorstellbar schnell. Es würde bedeuten, alles wäre in Echtzeit verbunden. In Echtzeit.
5G wird eine sofortige Überwachung der ganzen Gegend ermöglichen. Raumbezogene Aufklärung ist die technokratische Mentalität hinter 5G und dem Verbinden der Welt, dem Internet aller Dinge. Das ist der treibende Impuls, und wir werden sehen, wie die Wissenschaft die menschliche Rasse in diesem Netz fängt. Ich denke, der passendste Ausdruck für diesen Endzustand ist eine wissenschaftliche Diktatur. That we could name it would be scientific dictatorship.